herzlich willkommen zurück. Wunderschön, herzlich willkommen zurück zur Apps Night. Das ist unser dritten Teil in dieser Stunde. Ihr habt schon viele Apps verpasst, wenn ihr jetzt gerade einschaltet. Eine, das war die erste, die wir vorgestellt haben. Die One to sehr, rule them all. Genau. Hairstyle, die hat sehr viel Zeit gekostet, aber hat sich auch gelohnt. Hairstyle, Tri-Style, nee. Doch, Hairstyle, Tri-Style, Pro-Style. Wie hieß das denn? Instyle, Hairstyle, Try-On. Ja, habe ich schon gesagt? Ja, hast du gesagt. kostenlos und hilft dabei, die richtige Frisur für alle Situationen und Anlässe zu finden. Ja, aber nur für Frauen. Merkt, ach, genau, ja. Weiter geht's. Danach hatten wir euch Beauty Locator vorgestellt. Ihr sucht eine Möglichkeit, euch die Haare schneiden zu lassen von einer Hairstylistin, nicht von einer Friseuse. Dann könnt ihr damit euch einen Friseur suchen oder ein Institut suchen. Oder auch Spaß oder... Spaß. Was war da noch dabei? Zen-Garten zum Beispiel. Ja, genau. Alles fürs Wohlfühlen sein. Yes, der Beauty Locator war genau. auch bei uns. Dann haben wir weitergemacht mit Crazy Corn, eine App für also eine Android-App. Ich weiß nicht, wie ich sitzen soll. Warum? Ich sitze irgendwie falsch heute immer. So ist ein bisschen komisch. So? Einfach scheiße. Nö. So. So gut. Ja. Nee. Crazy Corns. Weiter geht's. Nach Crazy Corns haben wir euch vorgestellt Waldfiebel. Ein schönes Buch von, nein, App von Ilse Schawan. Nein, sie heißt anders. Eigner. Ja. Die sich für den Ernährungsschutz wie keine anderen Ministerin. Wobei, es geht ja eher in den Wald und nicht um Ernährung bei dem Wald, aber ist egal. Wenn du im Wald bist und nichts zu essen hast, dann musst du den Wald essen. Zum Beispiel ein Eichhörnchen. Weiter geht's nach Waldfiebel. Wimmelbuch. Was ist nochmal ein Wimmelbuch? Ein Buch mit Bildern. Wie heißt der Typ, der das gemacht hat? Mosch? Frank? Albert? Ali Magusch. Osch, ich wusste irgendwas. Aber diese App ist nicht von Ali Magusch. Ich glaube, die bekanntesten Wimmelbücher, die es gibt, sind halt von Ali Magusch. Die wir haben, ist halt eine interaktive fürs iPad, wo man nicht nur die Bilder sieht, sondern auch draufdrücken kann und dann bewegt sich halt, ne, die Kuh oder die Maus oder sonst was. Die Regie hat gerade eben das Wimmelbuch abgewimmelt. Und Lickety Split voll gewählt. Lickety Split haben wir auch gerade eben vorgestellt. Ein Timer für Kinder, die sich nicht so ungefähr eine Zeit vorstellen können, aber mit dem man grafisch einen gewissen Zeitraum abstecken kann. Und das Kind weiß ganz genau, wenn das in 5 Minuten das Essen nicht auf den Tisch gebracht hat, dann gibt es links und rechts gibt es einen. Genau, so funktioniert das Ganze. Das ist moderne Erziehung. Ja, das ist Pädagogik, würde ich sagen. Mhm. Wir machen jetzt weiter mit das ist, wenn ihr nicht in der Lage seid, eure Gedanken zu sortieren. Das ist bei mir eigentlich immer der Fall. Was ist das? Das sind die Gedanken, die du gerade von mir hörst. Hört ihr das? Die Gedanken. iPhone ist nämlich ein... Oder Gewitter, wer weiß das schon? Mindmapping. Ja. Würdest du sowas jemals benutzen? Nein, überhaupt nicht. Das lernen wir gleich. Für sowas, kein Fall. Skinscan. Ja. Unreinheiten, ja, die durch Körperverkehr mit fremden Wesen aus anderen Galaxien entstehen. Das ist wirklich so. Genau, das werden wir gleich mal klären. Ich werde auch gleich noch was dazu sagen. Danach kommen wir noch mit Our Face. Ist eine App, die unser Alter in 20, 30, 40 Jahren simuliert. Kennst du Indiana Jones? Ja. Da ging ganz oft wurde dieses App bei Indiana Jones benutzt. Wenn die Leute nämlich kurz vorm Sterben waren, dann sind die mal ganz schnell gealtert. So ungefähr kann man das auch mit diesem App machen. Okay. So, jetzt kommen wir zurück zu Skin Scan, zu den Aliens, Muttermalen und dem Sex. Das haben wir ja bei Facebook gepostet, ne? Sex, Aliens, Muttermale. Das Witzige ist, alle, die da jetzt reinschreiben, gehen davon aus, dass du das geschrieben hast. Ja, ich hab's ja bei auch diktiert. Bei mir kommen solche Gedanken nie. Ich hab's ja auch diktiert. Ich drück mal F5, um zu gucken, ob sich endlich einer mal auf meine Seite geschlagen hat. Wie bitte? Wurde gecheckt. Da ist nichts gehackt worden. Jungs. Nein, ist nichts gehackt worden. Das schreibe ich jetzt auch mal da rein. Mann, ist nichts gehackt worden. Also, das ist die erste Frage. Geht davon aus, dass es wirklich so ist. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so ist. Es kann auch sein, dass ich das mal bei Akt X oder so gesehen habe und mich dann immer gewundert habe, ob das wirklich der Fall ist. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass wenn man Geschlechtsverkehr mit außerirdischen Menschen hat, dass man dann definitiv mehr Muttermale wachsen lässt. Weil das so ein Zeichen von Alien-Potenz ist. Soll ich da wirklich irgendwas zu sagen? Nee, aber du kannst. Weißt du, was im Schlaf alles passiert, Emmy? Weißt du, was da passiert? Da löschen sich manchmal Facebook-Nachrichten. Da passieren die verrücktesten Dinge. So, wir machen. Was haben wir jetzt? Ach, Apps Night, genau. iThoughts. Ich glaube, wir brauchen diese App, auch wenn wir sie nicht benutzen würden. Aber wir bräuchten sie, um unsere Gedanken zu organisieren, besser zu positionieren, unser Leben besser hinzukriegen. Meinst du nicht? Hast du es runtergeladen überhaupt? Ja, ich habe es runtergeladen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es runtergeladen. Aber? Da, iThoughts. Ich habe es ein bisschen suchen müssen. Es ist ziemlich teuer. 7,99 €, ne? Ja. Aber wenn man
man muss ja auch mal gucken, für wen das gedacht ist. Ne? Also es ist jetzt bestimmt nicht gedacht für Leute, die sich irgendwie einen Stundenplan basteln wollen und dann irgendwie was sich ausdenken möchten, sondern es ist dafür gedacht, Arbeitsabläufe, firmenintern oder Projekte, die man irgendwie zu Papier oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise runterschreiben möchte, die kann man damit, so ein Workflow kann man damit auch symbolisieren. Also zum Beispiel, jetzt gebe ich hier in dem Bubble hier Task, was steht da hier? Feature steht da bei mir. Hier, der Task. Gehe ich da drauf? Genau, drauf und dann tippe ich jetzt ein, Apps Night vorbereiten. So, jetzt. Und dann. Ah, jetzt habe ich es gelöscht. Auf Effort Resources Fields. Resources ist witzig an dieser Stelle. Dann gebe ich jetzt ein, an die Redaktion Aufgaben verteilen. Was machst du? An die. Emmy, ich habe gedacht, du brauchst Redaktion das nicht. Das ist, anscheinend bist du da. Aufgaben. Cut. Align. Jetzt kann ich es bewegen, ne? Oder auch nicht. Ah, guck mal, hier kannst du aus der Sicht bewegen. Dann. Das Ganze lässt sich natürlich beliebig erweitern. Ne? Wir haben jetzt einfach mal hier das Standardding, was man angezeigt bekommt, wenn man iThoughts runtergeladen hat. Maske. Das lässt sich natürlich erweitern, wie man will. Ne? Je nachdem, wie groß die Projekte oder die Geschichten sind, die man sich ausdenkt. Für Leute, die viel planen müssen, ist das eine grafische Umsetzung der Gedanken, Apps, die so vielleicht im Kopf rumschweben. Und man kann andere Leute daran teilhaben lassen. Ich weiß nur ganz genau, dass es in einer Minute sind bei mir mehr Wörter und Buchstaben im Kopf, als ich in einem Jahr runterschreiben könnte. Also wüsste ich nicht, ob für das mir was bringen würde. Tippst du was ein? Was machst du da die ganze Zeit, Emmy? Ich mach das jetzt mal kurz. Und was willst du denn machen? Wir sind doch perfekt, da gibt's nichts an uns zu ändern. Delete. Ich lösche alles. Warte mal, ich zoome mal rein. Auf den Button gehen. Ach so, man kann auch ganz die Größe ehrlich ändern. Ich glaube, diese App ist für Leute, die gerne so in Meetings gehen. Vier Stunden lang, ja. Wo nichts bei rauskommt. Ja. Und dann wieder nach Hause gehen. Ja. Aber dann sagen, sie haben ganz viel gearbeitet. Nee, ich glaube. Oder nicht? Ja, für solche Leute ist es eine schöne Sache, aber ich glaube auch wirklich, ich kenne diese Sheets, ne, diese Mindmapping-Sheets, die kenne ich. Denn wenn viele Leute daran arbeiten, dann macht es durchaus Sinn. Ne? Nur für die Leute, die jetzt einfach mal auf so ein Ding gucken, die sehen im Kopf nur ein großes Fragezeichen. Denn es ist wirklich nur etwas für Leute, die im Team gerne arbeiten, beziehungsweise etwas zu Papier bringen, was ja auch für sich selber so ein Geskribbel halt. Ich kann sowas viel schneller auf einen Zettel schreiben. Ich auch. Absolut. Aber dann, und das Zeichnen macht auch mehr Spaß. Man kann dann mal ab und zu so andere Körperteile malen noch drauf. Ein paar Blümchen. Ein paar Blümchen zum Beispiel ist ein Körperteil, ja. Sternchen ist auch ein Körperteil. Wenn man viele Blümchen malt, dann hat man nicht genug Sex gehabt. Hä? Wenn man Blümchen malt, hat man nicht genug Sex mit Aliens gehabt, sagst du? Nee, nicht nur mit Aliens, sondern allgemein. Guck mich nicht so an, ich habe ganz viele Muttermale. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Hat man das Ganze jetzt, das Mindmap, fertiggestellt, dieses Sheet hier, dann lässt sich es auch exportieren. Man kann es anderen Leuten schicken, damit sie Zugriff darauf haben. Man kann Layer reinsetzen. Das, was ich jetzt hier mache, sind verschiedene Ebenen, die man rein- und rauszoomen kann, um die ganze Sache ein wenig lesbarer zu machen. Seht ihr hier, zack, zack. Ich glaube, diese App ist perfekt für Marketingleute, Werbeagenturen, WWL-Leute. So, Leute, wir sind viel zu unorganisiert und wir würden uns gar nicht damit richtig auskennen. Und doch. Machen. Du würdest es nie benutzen. Ich würde das nie benutzen, aber es ist auch etwa, ist ja auch die Frage, es gibt ja auch irgendwelche Apps, um die Periode auszumessen. Das werde ich auch nie benutzen. Deswegen stellen wir es vor, ich sage ja, es gibt ja Leute, ich glaube Marketingabteilungen oder Werbeagenturen oder BWL-Leute, die würden das benutzen. Ich habe mal BWL studiert. Du? Ja. Wie viele Semester? Viel zu viele. Zwei, viel zu wenig. Nein, ich habe bis zum Vordiplom bin ich so gekommen. Und? Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ach so. Dann hätte ich Mindmapping gehabt, hätte ich vielleicht auch richtig umgesetzt. Nee, ich war super schlecht da drin. Du? Ich war super schlecht, dass du so Zahlen, das ist überhaupt nichts Kreatives. Ist mir aber erst bis beim Vordiplom ist mir aufgefallen. Weil du vorher gar nicht da warst. Doch, ne? Ich war vorher da. Ich habe andere Leute schreiben lassen. Ach so. Also ich war auch da. Öfter mal. In der Kantine. Ja, eben. Im KKC. KKC? Das ist das Kultur, das katholische Kulturcafé. Ach so. Da gab es Wein. Ach so. Komm, so. Schnell zusammengefasst, iThoughts. Eine App, die wirklich schwer nur in Worte zu fassen ist, wenn man nämlich selber ein Projekt damit plant. Und dafür ist es gedacht, nämlich ein Mind-Projekt. Man kann seine Gedanken organisieren. Eine visuelle Lebenshilfe ist das Ganze für 7,99 €. Ja, manchmal. Wenn ihr das jetzt runterladet und benutzt, dann würden wir echt gerne mal sowas per E-Mail geschickt bekommen, wie das so aussieht. Ich glaube. Also ich auf jeden Fall. Ihr könnt es mir schicken an emily@erbsen.tv. An marco@erbsen.tv braucht ihr nicht. Nee, doch. Komm auch mal an. Ja, aber du freust dich nicht so sehr wie ich. Ich freue mich total. Das ist eine Lüge. So, Skin Scan. Skin Scan, Skin Scan, Skin Scan.
Scan. Liegt. Nee, das ist ernsthaft eine ernstzunehmende App. Was? Skinscan? Ja. Skinscan ist eine ernstzunehmende App, denn Hautkrebs ist etwas, was in Zeiten von immer wiederkehrenden Solarienbesuchen oder Besuchen auf der Domrep, in der Domrep oder auf Jamaika oder irgendwie. Man sollte eh nicht ins Solarium gehen. Nee. Braucht kein Mensch. Ich gehe aber trotzdem ins Solarium. Machst du? Ja. Ich mach's einmal im Jahr, so im tiefsten Winter, wenn es minus 20 Grad draußen ist und ich mir einfach denke, ich brauche Sonne, ja, dann mache ich das mal. Sonst, ganz viele Nordeuropäer sind ja suizidgefährdet, weil sie eben nicht so viel Sonne haben. Und man kann auf die Sonnenbank gehen, man sollte sich aber dennoch nicht, man soll es nicht übertreiben. Also bei 1000 Watt ist Ende. Wie lange gehst du denn immer da drauf? 20 Minuten auf die Schwächste. Und wie lange? Also wie viele, wann? Wie oft? Ja, einmal die Woche? Wenn der Winter kommt, irgendwann mal jetzt so. So tagsüber gehe ich eigentlich in die Sonne so, das reicht. Außerdem strahle ich ja eh den ganzen Tag. Ja, tust du auch. Du brauchst gar kein Solarium. Wo ist Skinscan? Wenn man noch zu viel im Solarium war oder zu viel Sonne abbekommen hat, dann kann es sein, dass die Muttermale, die man hat oder die man dann bekommt durch die Sonne, sich verändern und eben gefährlich werden. Ja. Diese App soll helfen, zu erkennen, ob ein Muttermal gefährdet ist und ob man nochmal zum Arzt gehen sollte. Diese App ersetzt natürlich keinen Arztbesuch, aber... Und auch keinen Chirurgen. Nein. Der wegschneiden muss. Genau. Denn das kann man machen mit großen Melanomen, sind das, glaube ich, ne? Oder diese. Nee, Melanomen sind was anderes. Und mit den großen Muttermalen, die sollte man sich überprüfen lassen und dann, wenn der Arzt sagt, Risiko, lieber wegschneiden das Zeug und dann wieder zwei Abende Sex mit Aliens haben und dann wachsen Ach, die wieder. Ach, meine nach. Güte. soll ich mal eine Analyse machen? Ja. Mach jetzt. Kann man denn nicht direkt ein Foto schießen? Doch, man kann direkt. Doch, da kann man. So, ich mach das hier. Das Problem allein schon hier ist, dass man das Gerät nicht so nah an das jeweilige Objekt ranziehen kann, weil das ist ja nicht makrofähig. Deshalb probiere ich das jetzt mal ein bisschen hier so. So. Ich habe schon geschossen. So, jetzt moven und scalen, ein bisschen größer machen. Seht ihr diese unheimlich medusenhaft behaarten Arme? Boah! Das ist ja ekelhaft. Ist das wirklich dein Arm? Das muss auf jeden Fall... Ja, guck mal. Krass, wie dick die Haare sind. Das ist dieser Arm gewesen, meine lieben Freunde der Sonne. Jetzt guckt die Emmy aber auch was helle Haut. Ich habe blonde Haare. Das ist blonde Haut. Ja. Blonde Haare meine ich natürlich. Use. Jetzt kommt's. Boah, Low Risk Lesion. Lesion. Archive. Archive. Archive it and keep track of its evolution. Das ist auch ganz interessant. Man kann es also abspeichern und dann in zwei Jahren, oder eigentlich muss man alle 6 Monate bis zu einem Jahr seine Muttermale, die auffällig sind, nochmal checken. Mhm. Und da hat man zumindest auch ein Bild davon und weiß, ach so, letztes Jahr war das ein bisschen kleiner. Könnte ich mal bitte ein Edding haben? Ich würde mal gerne was ausprobieren. Ich würde mir gerne so auf die Stirn so ein riesen Ding hier machen und das dann scannen. Mal gucken, ob der das finden würde. Da willst mach du mal auch bei mir mal? Ja, mach mal. Warte, wir gehen auf Move and Scale. Cancel. Endless. So, mach mal das da. Warte kurz. Ruhig halten. Beide oder eins nur? Eins. Eins, ja. Ich glaub, jetzt vergrößern. So. Ist eine App, die man jetzt nicht beim ersten Date ausprobieren sollte. Nicht gerade so romantisch oder sexy. So. Low Risk Lesion. Oh, puh, zum Glück. Alles gut. Aber okay. Das ist ja auch eigentlich nur ein Anhaltspunkt. Das ist jetzt, also wenn man eh mal zum Arzt geht und sich von einem Hautarzt oder Dermatologen einmal nackig auszieht. Muss ja nackt sein, ne? Muss man nackt sein, einmal blank ziehen und dann einmal kontrollieren lassen. Wenn man jetzt nur aufgrund dieser Analyse zum Arzt geht, dann würde ich auch sagen, guck mal sonst auch alles durch, also alle Hautpartien, ne? Weil man geht ja nur wegen dem einen Muttermal geht man da. Ja, wenn jetzt hier Risiko kommen würde, würde ich nur deshalb zum Arzt gehen. Alles andere würde ich wie eine Burka. Ich würde mich nur das würde ich zeigen. Ach so, echt? Ja. Du könntest ja auch alle Muttermale mal abfotografieren und gucken, was dabei rauskommt. Nee, das nach so vielen Lebensjahren und so viel Sex mit Aliens. Aber so viele sind ja auch, also das sind ja nur so die. Hier, da hat mich, glaube ich, ein Vampir gebissen auf der Seite. Und habe ich ein Foto gemacht gerade. Ja. Nee, und hier, guck mal, das ist riesig. So, aber groß heißt ja nicht unbedingt schlecht. Manchmal sind die ganz kleinen, unauffälligen, ganz dunklen schlimmer. Ah, okay. Cool. Gutes zu wissen. Skinscan ist definitiv eine Anlaufstelle, um das Ganze mal analysieren zu lassen. Das Ganze wird allerdings von einem Programm, nicht von einem Dermatologen-Arzt geprüft. Ich bin gerade total froh, dass wir keins gefunden haben, wo die gesagt haben, Achtung, sofort zum Arzt. Ich habe aber am Fuß ein riesiges Ding. Ja? Ja. Das machen wir vielleicht nach der Sendung. Das war ein Stück Mortadella noch von heute. Oh. Oder? Was war das? Wir fassen für euch zusammen. Ja. Skinscan. Skinscan ist für 3,99 im App Store erhältlich, beziehungsweise für 399 Cent. Muttermale-Check. Genau.
Mit Risikoeinschätzung ersetzt nicht den Arztbesuch. Nein. Aber es ist wirklich, auch wenn man dadurch nur daran erinnert wird, dass man ab und zu mal checken sollte und darüber nachdenken sollte, wie die Muttermale so aussehen. Ist eins der Risiken, die man einfach in der modernen Zeit hat. Genau. Früher hat man sich keine Gedanken darüber gemacht. Echt nicht. Hat man nicht, ne? Nö. Nee, stimmt. Früher gab es auch keine Solarien. Und früher gab es auch keine Gesichter, die Eltern. Früher war es ja auch eigentlich Alter. Eher schick, wenn man nicht braun war. Wenn man halt ganz gepudert hell war wurde. Und ne? So. Ich habe neulich Sense and Sensibility gesehen. Da haben die sich auch so weiß pudern ja, lassen im Gesicht. John Malkovich. Ich mache ein neues Foto, denn ich möchte jetzt sehen, wie weit ich denn Alter. Warte. Ich muss drehen. Kann man Kamera drehen? Ach, du kannst auch mich. Ich bin auch nicht beleidigt, wenn Sorry. Du das machst. Ich will immer nur mich, Emmy. Nee, so. In die Kamera bitte gucken. Sehr schön. Use. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie schnell der Alterungsprozess bei der Emmy startet. Oh, der muss lange rechnen, Emmy. Da wäre ich. Der denkt sich, was soll ich jetzt verändern? Die ist schon so alt. Was ist das denn? Das ist wieder ein anderes App. Die wollen mir irgendein anderes. Das ist. Moment mal. Das finde ich gut. Es gibt ganz, ganz viele Apps in letzter Zeit. Ich muss dein Gesicht ein bisschen drehen, Emmy, damit das passt. Es gibt ganz, ganz viele Apps in letzter Zeit, die mir andere Apps unterjubeln wollen. So dass du zum Beispiel auf einen Button gehst, dreimal die Sekunde und nach 2 Minuten erscheint dann so ein Pop-up da und wollen sie es kaufen. Das regt mich tierisch auf. Das hatten wir bei Flicksocker, hatten wir das noch nicht, bei Flickfootball. Lange braucht das App, um auszurechnen, wie Emmys Gesicht denn alt hat. Denn es ist das Problem, es werden ja nur. Oh! Das ist ein bisschen unheimlich. Ach, du siehst das auch? Oh. Guck mich mal an, bitte. Oh. So. Oh. Das ist ja nur, das sieht aus wie Schokolade, also wie weiße Schokolade. So ein bisschen. Oder frierst du, Emmy? Ist dir kalt? Ich bin alt. Nicht auf dir. Ach so, jetzt meine Chance. Ich sehe doch, oh, guck mal, der zwinkert sogar mit den Augen, der Kumpel. Ich finde das unheimlich, aber wow. Kann man die denn so ziehen, oder was? Wow. Also so viel Unterschied ist das gar nicht. Nee, gar nicht, definitiv. Ich bin froh. Ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich auf die Zusammenfassung. Ich denn das nicht war so, ich sehe weißen Puder im Gesicht, aber wie auch immer. Our Face, Alterssimulation mit Altersflecken und Falten, eine Spaß-App für 2,39. Kann man mit in den Spa nehmen. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt leider aufhören, meine lieben Freunde. Allerdings nur für ungefähr 20 Sekunden. Denn nach 20 Sekunden würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es weitergeht. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und uns schön. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.